Hallo ihr Lieben, das ist der Berti. Der Berti ist jetzt 3 Jahre alt und wurde sehr oft in der Vergangenheit sediert, frisiert. Und trotzdem hat er es immer noch geschafft, unter Sedierung, dass er sich gewehrt hat, sodass er von 2 anderen noch festgehalten werden musste während des Frisierens. Ich habe ihn kennengelernt im Oktober letzten Jahres und da war es wirklich eine sehr, sehr harte Nummer. Im Januar diesen Jahres habe ich ihn dann das 2. Mal auf dem Tisch gehabt, allerdings nicht bei mir, beide Male bei ihm zu Hause. Und dieses Mal soll er möglichst komplett frisiert werden und auch gebadet werden, was der Grund ist, warum wir ihn jetzt mal hier haben. Wir wollen mal schauen, wie er heute drauf ist. Ich habe ihn geholt und bringe ihn dann nachher auch wieder zurück. Ich weiß nicht, was uns da heute erwartet. Ich weiß nicht, wer heute drauf ist. Also er war wirklich die ersten Male extrem. Ja, er hat aber auch sehr, sehr viele Verfilzungen, komplett wieder, die Nase vorne ist zu, unterm Bauch hat er sehr viele Verfilzungen. Ich muss also wieder echt gucken, wer jetzt drauf ist. Ich werde jetzt auch nicht großartig reden, sondern ich fange jetzt einfach an und gucke einfach mal, wie er so mitmacht. Ne, ich lasse also die Kamera laufen und gebe zwischendurch mal was ab. Ne? So, kleiner Zwischenstand. Wir hatten schon unsere Diskussion im Gesicht, ist auch noch nicht alles weggeschnitten, aber wir haben schon mal ein bisschen was weg. Wir haben schon mal die Verfilzung hier unten weg, unten drunter. Popo ist frei. Und es geht bei ihm heute auch nicht darum, dass er hinterher bei einer Fotoshow mitmachen kann, sondern wirklich, dass er sich das gefallen lässt und dass er wieder einen vernünftigen Pflegezustand hat. Aber wie gesagt, unser Berti ist nicht ohne. Ich werde jetzt noch mal die Kamera laufen lassen und mal gucken, was passiert. Ich will ihn nämlich gleich hinten die Pfoten ausscheren. Das fand er letztes Mal auch total doof. Ich habe mir inzwischen auch Sicherheitshandschuhe angezogen, weil er doch schon hier und da mal ein bisschen hackt. So. Schauen wir mal, was er macht jetzt. So, bei Berti ist auch wirklich das Problem, dass ihm mal irgendwie wehgetan wurde. Denn sobald es zieht und zerrt, findet er das total doof. Solange ihm das nicht weh tut, hat er begriffen, dass ihm nichts passiert und lässt er sich das eigentlich auch ganz gut gefallen. Und ich bin schon ganz begeistert jetzt hier mit der Pfote, dass er das so schön mit sich machen lässt. Aber man soll den Tag auch nicht von den Armen loben. Wir warten jetzt erstmal nochmal ab. Aber fürs 3. Mal jetzt, dass wir uns kennen und das jetzt machen, macht er das wirklich sehr, sehr ordentlich. Man muss, wie gesagt, bedenken, er wurde jedes Mal sediert geschnitten. Ach, die Bücher mal rein. Super. Andere Pfote. Und er hat leider halt sehr, sehr viele Verfilzungen. Was für mich bedeutet, dass ich wirklich extrem vorsichtig sein muss mit der Art, wie ich schneide, damit es nicht so viel Druck macht und weh tut. Und vor allen Dingen muss ich aufpassen, dass ich ihn halt nicht ins Fleisch schneide, weil dann ist alles vorbei. Ich bin schon sehr gespannt, wie er sich die vorderen Pfoten gleich gefallen lässt. Die Schere mag er überhaupt nicht. Die mag er komischerweise auch weniger als die Schermaschine. Aber inzwischen geht es einigermaßen. Super, fein. Sehr, sehr schön hier. So, und jetzt wird es nämlich knifflig. Jetzt muss ich nämlich wieder nach vorne. Mal gucken, was er jetzt macht. Wenn er gleich merkt, okay. Ich muss die Ohren und den vorderen Bereich ausscheren. Aber bis jetzt läuft der ganz gut. Ne? Wir mal gucken, wie du jetzt drauf bist. Ne? So. Und was ich auch total toll finde, dass er heute nicht vom Tisch springen möchte. Das sah nämlich auch schon ganz anders aus. Das hat er also auch schon verinnerlicht.
So, schauen wir mal. Fein macht er das. Ganz toll macht er der wieder. Super. Ja, ganz toll. Ja. Ja, ich weiß. Das ist der Kopf, ne? Kopf machen wir gleich zum Schluss. So, der hat es im Groben Ganzen fertig. Gibt hier und da noch eine Stelle. Aber direkt durchs Baden, denke ich mal, geht das weg. Wo wir nochmal ein bisschen nachhaken müssen. Aber ich denke mal, das erste war heute wirklich sehr, sehr lieb. Gesichtchen haben wir soweit freigeschnitten bekommen. Es geht natürlich noch besser. Aber ich möchte es mir mit ihm auch nicht versemmeln, weil er wirklich einigermaßen freundlich und lieb heute zu mir war. Ne, kann ich sogar ins Gesichtchen fassen jetzt. Schneiden im Gesicht ist halt für ihn immer noch eine sehr, sehr doofe Angelegenheit. Das findet er immer noch sehr doof. Aber wie man sieht, geht es besser. Ist nicht mehr ganz so schlimm. Zwischen den Augen findet er immer noch ganz gruselig. Na, ich möchte das ganz gerne mal zeigen. Na, also dreht er sich auch schon weg, soweit er. Ja, braucht sich hier auch noch kriegen. Na? Das soll er auch nicht. Er soll jetzt sich nicht unterordnen und hier, das soll er nicht machen. Das soll er nicht machen. Aber er hat jetzt gemerkt, dass er halt mit seiner Geschichte nicht durchkommt. Na, aber das brauchst du nicht. Nein, du brauchst ihn nicht hinlegen. Das brauchst du. Um Gottes Willen. Die Leute denken ja noch, ich schlage dich oder irgendwie sowas. So, ich werde ihn jetzt baden und wenn er dann soweit fertig ist, dann melde ich mich vielleicht nochmal bei euch. Ne? Okay. Ich will nur noch mal zeigen, was da drin ist. Also das sind wirklich alles solche dicken, fetten Dinger gewesen. Und das habe ich vor dem Baden überhaupt nicht rausgekriegt. Ich habe mich deswegen fürs Nachbaden entschieden, weil das Fell an sich gar nicht so extrem dreckig war. Und ich erstmal gucken wollte, wie er überhaupt reagiert auf mich. Und das ist das, was hinterher rausgekommen ist. Das sieht jetzt gar nicht so viel aus durch die Kamera. Aber im Gegensatz zu unserer kleinen Maus hier, denke ich mal, das ist schon ordentlich.